Ali, Hallöchen, schön, dass ihr wieder zugeschaltet auf meinen Kanal habt. Hier ist wieder die Manuela und heute kam bei mir wieder eine My Cake Box an von Foodiest. Und zwar hatte ich ein 3-Monate-Abo oder ein 2-Monate-Abo abgeschlossen und da gab es eine Box gratis dazu. Die kam jetzt heute eben bei mir an. Das ist jetzt sozusagen meine dritte Box eben. Und das verlinke ich euch mal hier eben, meine erste Box, da ist das auch nochmal alles erklärt. Ja, und zwar ist diese Box eben gekommen. Irgendwie komischerweise war die jetzt über 1,5 Wochen unterwegs. Ich habe die Sendungsnummer bekommen und erstmal hat sich gar nichts getan. Dann war es irgendwie jetzt seit über 1,5 Wochen bei der Post gehangen. Erst, ich glaube, oben in Köln, glaube ich, oder sowas. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wo genau. Und dann bei mir jetzt auch noch mal einige Tage, bis es hierher kam. Jetzt kam sie vorhin an und dann öffnen wir sie mal. Es müsste jetzt eben eine vergangene Box, glaube ich, sein. Ja, eine Rhabarber-Beißer-Torte ist eben das Rezept drinnen. Ist, wie gesagt, auf der Rückseite dann erklärt, was man alles in welchen Schritt machen muss. Und du brauchst noch 200 Gramm Rhabarber geschält und 3 Eier. Ich glaube, Rhabarber gibt es, glaube ich, momentan schon gar nicht mehr. Also muss ich mal schauen, was ich damit mache. Einmal ist drin ein Vanilleextrakt. 20 Milliliter. Ein so ein Fläschchen. Halber bis 3, 23. Wenn mal gucken, vielleicht hält das alles lang länger, dann mache ich ihn natürlich nächstes Jahr. Das meiste sich noch hält. Dann habe ich eine feine Speisestärke aus Mais. Halber bis 10, 22. Das geht auch, aber Speisestärke kriegt man ja auch so gekauft. Zur Not kann man die auch anderweitig benutzen. Baikadi Vorfreude Fruchtaufstrich aus Rhabarber und Bourbon-Vanille. Okay, das ist ein 240 Gramm Glas, halber bis 6.05.22. Also nicht ganz so lang mehr, aber schauen. Dann haben wir Superstreusel, 90 Gramm. Damit kann ich mich mittlerweile erschlagen von so Streusel. Ich bin gar nicht so ein Fan davon, aber die Kinder lieben es. Von Dr. Oetker Mandeln gemahlen. 100 Gramm, August 22, ich glaube, kennt jeder. Rolandmehl Spezial Weizentyp, Typ 405, also das ganz normale, 1 Kilo, gibt es auch überall, bis Juni 22 halber, kann man zur Not auch anderes verwenden. Ein Kokosnussöl, okay, 300 Milliliter, halber bis 31.10.22. Da habe ich auch noch eins da, muss ich alles erstmal aufbrauchen. Dream und Joja, 0%. Zucker eben, ein Mandeldrink. So einer eben. Marke sagt mir jetzt gar nichts. Steht's da? Steht auch nichts auf Deutsch drauf. Halber
bis Februar 22. Dann habe ich ein färbendes Lebensmittel, also so eine Farbe, Lebensmittelfarbe. Natürlich mit Eat a Rainbow. Rote Beete und Karotte Konzentrat. Das ist haltbar bis 31.01.23. Dann habe ich einen Rohrzucker von Rapunzel, 500 Gramm. Haltbar bis Mai 24. Ich wusste gar nicht, dass auf Zucker eben auch ein Haltbarkeitsdatum draufsteht. Also noch sehr lange haltbar. Dann habe ich zweimal Vanillezucker von Dr. Oetker, 8 Gramm, bis September 22, also zwei Päckchen. Hätte ich zur Not auch zu Hause gehabt. Und dann gibt es von Zenga so eine Spritzdüse, Spritzbeutel plus 4 Edelstahltüllen. Da habe ich, glaube ich, mittlerweile auch schon 3 verschiedene da. Werde ich aber auch mal ausprobieren oder so. Und das war es jetzt schon wieder von der Box. Ja. Mal schauen, wegen dem Rhabarber. Ansonsten bin ich begeistert, oder was heißt begeistert, das sind eigentlich alle Sachen, die man auch so kriegt, bis auf die Marmelade und die Milch vielleicht. Aber ich werde mir die jetzt noch ein, zweimal bestellen eben, die My Cake Box, und dann schaue ich weiter, ob sie gerechtfertigt ist. So, das war's jetzt wieder von mir. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, oder wenigstens ein Like nach oben. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.